Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Videoprojekt oder einer neuen Videoreihe, dem Euro Truck Simulator 2. Ein kleines Vorwort, bevor die Folge anfängt, da ich es eigentlich nicht wirklich erklärt habe am Start der Aufnahme. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, einfach eine komplette Aufnahmesession zu machen, so lange wie ich halt Bock habe zu zocken. Nehme es so auch soweit auf an einem Stück und cutte es einfach nur noch durch. Heißt also, es gibt einmal einen Anfang, also eine Begrüßung, wenn ich die Aufnahme starte, und eine Verabschiedung, wenn ich die Aufnahme beende. Zwischen den Folgen nicht. Es ist einfach dann fortlaufend. Denke, das ist ganz okay so. Aufgrund des Videomaterials, was dabei eigentlich zusammenkommt. Eigentlich wollte ich keine zwei Videos pro Tag hochladen, aber bei Euro Truck Simulator kommt so viel Material zusammen im Moment, dass ich es halt doch auch täglich hochlade, neben dem LS19 Ravenpod, was da läuft. Heißt also, täglich, selbe Uhrzeit, könnt ihr auch Euro Truck Simulator erwarten. Ich kann euch noch nicht versprechen, wie lange das Ganze geht, wie viele Folgen wir davon machen werden. Wir werden die Karriere ein bisschen anzocken, gucken, wie lange macht das Ganze Spaß. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, das eigentlich mal als kleines Vorwort vorweg, bevor jetzt die eigentliche Folge anfängt. Da ich das kaum angesprochen habe oder eigentlich gar nicht sogar eventuell, wollte ich das nur mal kurz aufklären. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Projekt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein Däumchen da, würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt geht das Video los. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Ja, ich habe beschlossen, da auch einfach mal ein paar Videos zu machen. Wir gucken mal, wie viele es werden, wie lange uns das Spiel begeistert. Denn ich habe es im Stream schon mal ein bisschen angespielt und es ist halt tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man kriegt eine Ware, also spawnt quasi im LKW. Soll von A nach B fahren, den Anhänger an einem bestimmten Punkt abstellen. Fertig. Gibt allerdings einen Karrieremodus, wo man sich von einem Angestellten hocharbeiten kann bis hin zu einem Selbstständigen. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Gucken mal, wie lange uns das hier Spaß macht. Ich habe hier schon mal den Namen eingegeben. Wir brauchen noch ein schickes Bild, um uns einen Account zu erstellen. Hier gibt es ja echt hässliche Typen. Ich finde den ja mal ganz lustig. Ein bevorzugtes LKW-Design. ja. Aus arbeitstechnischer Sicht kenne ich den Actros. Ich würde aber tatsächlich. Nehmen wir einen Scania? Wir nehmen den Scania hier einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt auf sich bewirkt mit dem bevorzugten LKW-Design. Werden wir mal gucken. Wir brauchen ein Firmenlogo, wir nehmen die Zahnrädchen und dann hauen wir hier uns einen schönen Firmennamen rein. Wir nehmen. Können wir hier auch so machen? Jawohl. Transporte und Logistik. Oh, geht schon gleich mal weiter. Dann machen wir nur Joe's Transporte. Steam Cloud nutzen, ja, machen wir. Männlich sind wir. Erstellen. So. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein wenig in die. Ja, Steuerung anpassen möchte ich ganz gerne. Suche nach verfügbaren Controllern. Habe ich den jetzt tatsächlich nicht eingeschaltet? Ich gucke da noch mal eben nach. Habe ich schon wieder. Ja, das ist halt das Blöde an dem Spiel. Machen wir anders. Wir überspringen den Helfer einfach mal. Wir lösen das Ganze hier dann gleich in-game auf. So, wir haben unseren Hauptsitz in. Wir nehmen ruhig Hannover. Ich komme ja aus Nähe Hannover und dann nehmen wir das auch. Möchtest du das Tutorial durchgehen? Ja, das möchte ich. Ich kenne es zwar schon. Ich denke mal. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich auch. Wir nehmen es trotzdem einfach mal mit an.
So, willkommen im Eurotruck Simulator 2. Weiter mit Eingabe. Endlich hast du die Chance auf einen Traumjob. Das Fahren eines LKWs. Ob das der Traumjob ist, ich weiß ja nicht. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt aber das Kapital. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Okay. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Vorratstank für Trade Dogs sicher zur Endanstellung in Hannover zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen fahren. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Ich denke, das kriegen wir hin. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Drücke E, um den Motor zu starten. Das machen wir nicht, denn wir gehen jetzt einmal kurz in das Menü. Wir passen eventuell die Grafik. Ja, Grafik müsste passen. Audio, Musiklautstärke, die machen wir mal ein bisschen runter. So, Stereo-Kanäle umkehren. Nein. Controller-Einstellungen. Logitech. Machen wir, Moment, das Logitech und ein Seitec-Panel. Wir nehmen sie beide mit rein, da ich nicht weiß, was ist. Und dann gucken wir mal so. Lernfähige Automatikschaltung. Hochleistungsmodus. Machen wir. Natürlich machen wir eine echte Automatik, wenn, dann wollen wir ja auch simulieren. Lenkrad, das passt. Force Feedback. Stärke, Effekt, Schwergängigkeit, Zentrierung, Motor, Gelände, Dämpfung, Kollision. Ich glaube, wir passen einfach mal alles ein bisschen an. Ich habe festgestellt, dass das ist da, ist aber ein bisschen wenig. So, irgendwie alles mal in etwa hier auf einen Pegel bekommen. Ja, das passt schon. So, was haben wir noch? Längsachse, bla. Beschleunigungsachse. Ja, von mir aus. Ja. Einstellung Haarschaltung. Wo war denn jetzt die dämliche Tastenbelegung? Ich glaube, das war schon. Beziehungsweise ist, glaube ich, sogar noch gespeichert. Eingabehelfen. Nee, brauchen wir nicht. So, Tastenbelegung. Jetzt gucken wir mal eben nach. Motor anlassen. Nee, toll. Hat er nämlich nicht übernommen. Profil quasi gelöscht. Alles klar. Gasbremse lenken brauchen wir nicht einstellen. Motor anlassen. Packen wir mal hier hin. Feststellbremse legen wir uns auf den Seitec-Controller. Schön auf den Joystick. Das kommt ganz gut. Motorbremse. Ja, können wir auch mit auf den Controller legen. Jetzt ist nur die Frage, Schalter, Motorbremse machen wir auf den Knopf. Motorbremse quasi gedrückt halten, alles klar. Motorbremskraft erhöhen machen wir nach da, verringern nach da. Aufliegerbremse, keine Ahnung, habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Retarderstufe erhöhen, legen wir. Ach, die Drehfunktion nimmt er nicht mit, alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, Retarder können wir dahin packen und verringern dahin. Auflieger-Deck mit Differentialsperren brauchen wir alles nicht. Blinker links, rechts, das ist ganz gut. Blinker links. Blinker rechts. Dann haben wir noch Warnblinker. Können wir damit hinpacken. Fernlichtscheinwerfer. Rundumleuchte packen wir hier nach oben mit hin. Die Hupe dort. Lichtmodi. Fernlichtscheinwerfer. Das packen wir uns mal auf die Dings hier. Lichtmodi und Fernlicht dahin. Hupe, Fanfare können wir mal ganz locker dahin hauen. Lichthupe würde ich sagen, kommt immer sehr gut auf der Taste.
Scheibenwischer packen wir da drunter. Jetzt habe ich irgendwas gedreht, glaube ich, was nicht sollte. Genau. Tempomat. Tempomat. Den können wir mal hier oben hinpacken. Tempomat an. Ja. Tempomat an machen wir mal. Ich weiß gar nicht, sind die Tasten noch belegt? Packen wir mal dahin. Geschwindigkeit erhöhen dahin, verringern dahin und die Wiederaufnahme dorthin. Neue Taste 10 und 22 hatte ich glaube ich noch nicht belegt. Nee. Sehr schön. Gut, was brauchen wir noch? Anzeigemodus, Armaturenbrett, nö. Kamera. Ich glaube, zwei Tasten habe ich noch frei. Die müssen wir mal eben gucken. Hier, Kamerasteuerung. Nächste Ansicht und Innenansicht. Innenansicht ist immer wichtig. Ballern wir dahin, nächste Ansicht da. Dann hätten wir das. Jetzt müssen wir nochmal gucken. An- und abkuppeln. Auflieger an- und abkuppeln. Sehr schön. Hier. Und aktivieren. Können wir ruhig mit Eingabe lassen. Das passt. Ich glaube, damit haben wir erstmal alle wichtigen Tasten zum Fahren belegt. Okay. Belassen wir es einfach mal dabei. Und gehen jetzt mal schön zurück ins Spiel. Fahren. So, drücke Joy-Taste 23, um den Motor zu starten. Pum, 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 pum. Okay, wir stellen fest, schalten geht noch nicht. Dann müssen wir nochmal eben Tasten und Knöpfe. Hochschalten, kommt dann hier hin, runterschalten dahin. Neutral brauchen wir im Zweifelfall dann nicht. So, haben wir es jetzt? Ja. Genau, damit schalten wir das nämlich durch. Perfekt. Eigentlich brauche ich das Tutorial nicht. Ich habe es ja schon mal angezockt. Nicht lange, aber ja. So, ich würde sagen, wir haben einen Auftrag. Wir können mit der Kamera hier schön... das ist unser Tank, den wir geladen haben. Also Kamerasteuerung ist ziemlich cool eigentlich. Wenn man sich ein bisschen weiter nach rechts, dann lehnt er sich auch so ein bisschen rüber. Wahrscheinlich Nackenschmerzen, der gute Kamerad. So guckt er halt richtig aus dem Fenster. Ist schon cool gemacht. Ah, Motor war schon an. So, Motor erneut starten. Gang einlegen. Wir müssen, wo müssen wir lang? Hier links rum also. Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Ton. Fahren wir mal los. So. Boah. Was ist das denn für eine lernfähige Automatik hier im Scania? Ich bitte euch. Sobald man nur ein bisschen vom Gas geht, hält der sofort an. Das ist aber nicht realistisch. So, wir sollen... achso, ich soll ja... Ja, ich soll hier noch ein bisschen rumprobieren. Mit den verschiedenen Kameramodis. Weiter, F1. Das müssen wir natürlich auch noch durchgehen. Hier haben wir unser... kleines HUD, Navi und so weiter. Das können wir im Grunde eigentlich alles vernachlässigen. Ja, F7 und fortfahren, Tutorial schließen. Perfekt. So, wir gehen jetzt auf F5. Hier ist unser Navi. Und wir sollen einmal hier nur um die Ecke fahren. Dann machen wir das mal. Gehen wieder in die Innenansicht. Sprich, wir müssen hier rechts lang. Gucken, ob ein Auto kommt. Sieht nicht so aus. Boah. Jetzt zieh aber. Und auf geht's. Wir haben gerade grün. Warum bremst denn der immer sofort? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß, warum der bremst. Funktion.
Wo ist die Aufliegerbremse? Dort. Wir haben bestimmt noch irgendwo eine Taste frei. Ich lege das mal dahin. Ich vermute, dass die Aufliegerbremse gezogen ist und wir deswegen so bescheiden fahren. So, schaffen wir nicht mehr. Ich bin ja locker rüber, aber